Hallöchen Leute! Und willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U! Together! So, beim letzten Mal sind wir in der Kandisminen 2 stehen blieben. Die machen wir jetzt auch gleich, weil ihr wisst ja, wir dürfen nochmal alles nachspielen. Zumindest diese Welt noch. Ja. Also, dann starten wir gleich durch in der Höhle des Stahlfischs. Oh ja, das war ein schönes, blödes Level. Ich hasse es. Aber da müsste ein Pilz rauskommen. Komm her, Pilz. Ich klemme mal dir kurz Chip Chip weg. Tim, 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 Tim. Nee. Nein, ich komme nicht mehr. Zu langsam. Nö. Nee. Fischi. Das war der Fischi. Ein toter Fischi. Wenn ich halt klein habe oder groß wäre, tot. In den kurzen Zeit. So. Fisch. Och man, ich mach schon einen guten Kuba-Panzer kaputt. Auch nichts raus. Münzen. Link. Bin gestorben. Warte auf mir. Warte auf mir. Komm doch. So. Komm doch. Zu rote Münzen. Feuerblume! Ja, meine Feuerblume! Ich war hier genug schon. Na, jetzt geht's ja nicht krank. Haha! Fishy down! Was wieder? Was will der hier? Ah, schon an! Das Darkcoin! Mit der Feuerblume! Kein Problem! So! Ah, noch ein Feuerblumen! Also da oben war das Ding. Genau, stimmt. So, ein Stachis da kaputt machen. Warte, hier war doch was. Nee, hier war nix. Das war hier. Ach, was ist das? Jupp, das war hier. Ja. Ja, weil es hat ja die Starcoin. Und das ist ein richtig mieses Versteck. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir danach gesucht haben, bis wir endlich gefunden haben, dass hier eine Ranke hochgeht, um hier hinten zu kommen. Ja. Hey, wir gehen mal nicht klein aus einem Level. Oh, oh. Ja, sag's nicht zuvor, ich bin noch total gebrannt worden. Aber wenn nichts mehr kommen sollte. Hey, dann wir gehen nicht klein aus dem Level. Ein Wunder ist geschehen. Und das sogar noch zu zweit groß. So, damit so. Wäre dieses Level auch wieder abgeschlossen. Höhle des Stahlfischs. So, dann hüpfen wir hier mal auf den Schalter. Und die blauen Blöcke hier aktiviert worden. Hier hinten, da war ein Tothaus. Oder war da ein Tothaus? Nein, da war kein Tothaus. Du stehst ja gerade auf dem blauen Schalter. Ah genau, stimmt. Schon, blauen Schalter. Um nicht zurückzukommen. Also dann. So, nein. Dann haben wir hier Grollturm des Grauens. Und der hat es auch so schön in sich gehabt. Ja, der hat es auch in sich. War das nicht das? Ja, doch. Ja, das war das. Gib mal die Eisblume her. Ich will keine Eisblume. Sag ja, gib mir die Eisblume. Du nimmst sowieso eine HDMI. Nee, jetzt nimmst du. Ach, leck mich doch. Das hat dir nichts gebracht. Hey, ja, da geht doch weg. Heppa, hepp. So, du müsste... Jawohl, nimm du auch einen Mini-Pilz. Stimmt, wirklich du. Okay. Ja, okay. So. Ja, Leute, weil hier brauchen wir den Mini-Pilz. Ja.
machen. So, jetzt sind wir hier oben. So, schnell in die Röhre rein. Und schön hier ist das Sachen holen. Jo, ich hol sie mal. Gut, ich warte hier. Ganz vorsichtig. Jetzt. So. Erst das Dark Versions. Jawohl. Rechts war da nicht die zweite, ja. War schon die zweite Sache, ja. Scheiße, ne. Ja, haben wir noch die Mittel, noch mehr passiert. Stimmt. So. Oh, 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 oh. Hilfe. So, hier drüber. Hier rüber. Und hier hoch. Hep, sehen wir nicht. Rote Münzen brauchen wir eigentlich nicht sammeln. Nee, nicht wirklich. Können wir hier erstmal schauen, dass wir hier heile durchkommen. Und hoch, und hoch, und da hoch. Hep, hep da. Oh ja, das ist schön. Springt auf meinen Kopf. Doch. Der war episch. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Ja Leute, da rechts ist die nächste Mini-Röhre, wo wir rein müssen. Und rein da. Ich bin auch dabei. Hier gibt's nämlich die dritte Starcoin. Na du Pfeife, würdest vielleicht unten bleiben und nicht nach oben boxen. So, drittes Darkcoin für uns. Sehr schön. Und damit sind wir nicht gegen Bum angetreten, sondern haben einen Secret Exit. Yo, Secret Exit für uns. Das Level müssen wir ja zum Glück nicht nochmal spielen. Sind ja schon beide Wege offen für euch. Doch, Bumo müssen wir noch platt machen. Ja. Mach mal Bumo noch platt. Oh, das war jetzt der Weg zu dem komischen Gondeldinger da oben. Und jetzt machen wir das ganze Ding nochmal und machen Bumo platt. Definitiv. So, die Pilze, die können mich jetzt mal. Los, geh da weg, du blöder Steinbrocken. Yep. Toll, jetzt hab ich ihn schon wieder gesagt. Der war episch. Haha. So. Das war mein Handy. Unter Umständen, ja. Hätte man auch noch ausschalten können eigentlich. Nö. So. So. Da ist er klein, der Bub. Da war er mal groß. Down, down. Dann wird's hier ein bisschen knapp. Toll. Naja, was soll's? Mini-Pilz brauchen wir nicht mehr. Ja, zum Glück nicht mehr. So, haben wir hier. Boom, boom. War's Bum Bum? Ja, hier war's Bum Bum. Sicher? Ja. Ja, stimmt, hier war's noch Bum Bum. Lach nicht so, Kamek. Bum Bum wird eh verlieren. Bum Bum.
mal weg von mir. Der war eben, lass ihn jetzt vor dir, nach dir noch. Der war zu schnell für uns. Bist du Hölle? Geh weg. Bumm um tot, bumm um tot. Zum Glück. Wie gewohnt, Levelabschluss als kleiner Mario und kleiner Luigi. Standard. Man muss ja erst wieder groß werden in den Leveln, um überhaupt zu bestehen. Speichern. So, dann machen wir gleich mal die Knochenbahn. Knochenbahn im Dunkelraum. Kein schönes Level. Oh, da hätte man eigentlich das Mimipilz eigentlich auch mal gucken können. Und bei mir schon auch noch nicht geguckt. Aber. Ja, komm gleich von der Startbahn. Absehen. Sicher. Jo, dann ist gut. Flap, flaps. Springen, dann machen wir hier das Licht an, oder war das hier das Licht? Ne, das waren die Blöcke, genau. Dann Münzen, Münzen. Hui, da rutscht das sich ein ab. Hui, rutsch! Da, vor uns. Der war jetzt nicht ganz nett. Ich muss auch danach mal schaffen. Ja. Hier. So. So. Komm mal Licht an. War knapp. Und der war noch viel knapper. Warte auf mir. Ich kann den Raum nicht nochmal. Doch, da kam. Wir hätten den Stern gebraucht. Fällt mir gerade so. Kennst du die Manchas? Oh yes, baby. Der kam eine Münze raus, ich bin nicht groß. Ja. Machen wir das jetzt? No chance. Ja. Ich kann zwar Blöcke bauen, aber ich baue mir den Weg. Denn da unten gibt es die Tropfestaugen und man muss da schön gemütlich. Naja, egal. Da müsste man dann mit dem Stern müsste man bis vorkommen und dann hätte man die Starcoin. Aber wir haben es beim letzten Mal anders gemacht. Einer war groß, der ist reingerannt, hat die Starcoin geholt und raus. Alleine ist es ein bisschen schwieriger, weil er muss den Stern holen. Die Feuerblume. Jo. Oh, unser Inventar ist voll. Ich denke auch. So, dann hier nochmal zwei Levelchen. Kann es nun, dunkle Blockade. Och nein. Ach, das Level war noch voll. Geh weg, lass mich, lass mich den Pilz holen. Wo man ist, da kann da rechts. Schon dabei. Ah, ich bin wieder klein. The little Mario. I'm a little Mario. Du Pfeifenkind. Ich halt nur groß machen. So, wo geht's weiter? Komm mal rein. Hast du nicht sogar die zweite Starcoin? Ja, genau. Oh yeah. Komm wieder raus. Jo, was denkst du? So, Starcoin Number 2. Und
in die nächste Röhre. Weiter. Mittelpunkt. Und hier haben wir lustige Schalter, die dann das Licht anschalten. Ja. Gute Kombi. Los, Bombe, kommt von oben. Toll, der war episch. So. Rein da. Nächste Röhre. Röhrig, röhrig. Toll. Der war jetzt edel. Ja, gab's da so keine Star-Coin. Genau, da gab's nur das blöde Leben. Jetzt soll ich die Bombe nicht mitnehmen. Warum nicht? Das ist meine kleine Bombe. Und ich wollte meine kleine Bombe, wollte ich Biene kaufen. Und gibt in Fuyo-Brode. Das war mal ein Bro. Oben haben wir nochmal einen Feuerbro. Oben. Okay. Nicht. Wo haben wir noch nicht davon? Ich wollte sie noch rollen. Abo. Nein, komm nicht zurück. Mach die Count 800 Punkte. Wow. Ja Leute, die Starcoin, die war beim zweiten Feuerbruder. Da wo wir gerade durch die Röhre durchgegangen sind. Da er leider zu schnell war, haben wir sie nicht bekommen. Mehr. Na egal. Vielleicht schon ein Kobel. Och nö, das war doch... Ja. Das war ein nettes Level. Oh ja, so geil ist es. Da lässt du den Kettenhund frei. Und da staub ich am zweiten. Hep. Bitte warten. Nein. Ich kann sowieso nichts anfangen. Und dann wird trotzdem mit reinlaufen. Feisthörnchen. Ja, damit hätten wir hier eine Star-Coin. Jupp. Und ich hab mein Handchen verloren. So, das war die zweite Star-Coin, gell? Ja, das war die zweite. Ah, ich weiß schon, wo die dritte ist. Ja, ich auch. Ich will hier rüber. Ich hab Angst, ich will nicht mit der Plattform runter. Ich auch nicht. Da ist die dritte Star-Coin, ja. So, dann holen wir mal so. Na, du bist mal schön. Was gibt's da eigentlich? Über den Fleischhörnchen nischt. Und da hinten. Auch nischt. Und da hinten? Oh man. Toll. Hier gibt's Kettenhunde. Dim, 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 dim. Oh. Heppa, heppa, heppa. Fail. Ja, definitiv. Scheißegal.
So, damit hätten wir dieses Level auch abgeschlossen wieder mal. So, dann gibt es hier hinten noch Abhaus, das brauchen wir auch nicht. Ja. Und dann haben wir hier nochmal Kammerjagd im Treibungturm. Hm? Du hast ein Level vergessen. Habe ich eins auch? Stimmt. Naja, egal, das holen wir dann. Ja. Oh ja, dieses schöne Levelchen. Doch. Ja, Leute, das Level, das können wir ein bisschen besser. Ja. Weil dem Level hier gibt es eine Herausforderung. Ja, definitiv. Ich muss aber nicht die Sache verpassen. So. Im Mittelpunkt noch keine Starcoin. Mann, die. Warte doch mal. Hallo Starcoins? Und da war ein. Eisogoblume. Ach du Pfeife. Kind. Oh. Und ja, der. Das ist wieder hoch, Mann. So. Ja, dreh dich doch, Mann. Du bist so eine Pfeife. Wenn du die ganze Zeit mit bloß hinstehst. Hallo, ich nehme dich mit auf, wenn ich drehe. Warum nimmst du... Nur wenn du B drückst und drehst, nimmst du mich auf. Oder eins. Ja, nicht so. Ich bin ja immer auf der Renntaste, hallo. Und da unten haben wir das eine Level auf. Ja, jetzt machen wir aber zuerst das hier. Haben sowieso einen ganzen Stahl voll im Inventar. Nehmen wir einen Pilz mit. So, kann man jagt einen Treibungturm. Auf ein zweites. Nein, auf ein drittes. Das Antwort ist... Wenn man es genau nimmt, wahrscheinlich schon auf ein 20. oder so. Ja, wenn wir das mit unseren Herausforderungen beachten. Du kannst auch nicht warten. Nein. Ach, du blödes Mistviech. Hoch. War dreh halt, Mann. Okay. So, stopp, warte. Das hier war auch böse gemacht mit dem Starcoin. Das war jetzt nur die zweite. Hm? Nee. Nein. Nein. Auf drei. Drei Stück haben wir. Bum bum ist irgendwie so ein Bum bum Verschnitt. Genau das. So ein Mann.
Trigger ist noch ein bisschen. Ja, dann mach doch! Hey, Fetti, boom, boom. Bam! Dream Team! Tschaußen! Angehörter der Katz! So. Speichern! Jawoll! Und dann eben noch... Genau, das haben wir auslassen. Ballett der Piranha pflanzen. Ja, ja, das war sogar das Feier. Hey. Mann! Der schnippt mir meine Kette weg. Wenn du zu langsam bist. Lass mich vorausrennen. Ja, das Level hier, das gibt es nämlich auch in dem Geschwindigkeitsausdingens. Ja. Und da haben wir dann ja sogar auch schon Gold. Ja, da habe ich Gold geholt. So. Starkroll? Du bist so ein Eumel! Nein. Toll. Kommen wir da jetzt hoch? Hier. Da oben Starcoin, kennst du, oder? So. Da. Ich bin oben. Toll. Ich stehe mal unten. Bin zu klein dafür. Geben Sie mal den Boost. Ich wollte drauf springen. Ja, steh doch einfach auf die. Ach, ja. Unten. Zweite Starcoin. Der war edel. Mal wieder. Ja. Genau, schieb dich hinterher. Nein! Zu lange die Herausforderung nicht mehr gespielt? Ja, könnte möglich sein. Aber bis dahin sah es gar nicht schlecht aus. Bis dahin, ja. Nein, da halte ich jetzt nachher so. Hep, hep, hep. Mario, würdest du vielleicht die Kette so ein bisschen... So. Au, auf Flughorn stellen. Ich hab's nicht mehr. Ups. Yippie! Stopp da oben bei dem Kopf. Da war das auch noch was. Nein. Oder auch doch nicht. Hier unten ist der. Ah, genau. Was sollte man ein Flughörnchen haben? Ach was. Mit der...
Mit die Boosterblöcke geht es auch. Warum fliegst du eigentlich darüber, wenn ich sowieso schon unten bin? Ich hätte auch einen Spaß heute noch. Da ist er tot, da ist er gestorben. Ja, wenn du die Diane wegnimmst. Ja, ich weiß, wie es mir vorhin gegangen ist. So, dann haben wir noch... Was fehlt noch? Es fehlt noch Schiebewandhöhle. Jo, Schiebewandhöhle fehlt noch. Und dann... Royce Gefahr im Fließbandfestung. Aber Leute, das gibt's dann im nächsten Part. Ja, dieser Part ist auch schon wieder ein bisschen lang, aber das macht ja nichts. Jo. Also Leute, bis dann und ciao. Also, ciao, Zen.